Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, bei Mystica TV. Heute habe ich einen Gast hier, mit dem habe ich schon öfter gesprochen, weil es einfach aus meiner Sicht ein wunderbarer Weisheits-Wissensvermittler ist zum Thema Heilung, Spiritualität, geistige Gesetzmäßigkeiten. Und heute spreche ich mit ihm über ein Thema, das mir auch immer schon sehr am Herzen liegt, das ist nämlich Reinkarnation und Wiedergeburt. Und dazu begrüße ich dich ganz herzlich, lieber Horst Krone. Ja. Tag, lieber Thomas. Hallo. Freue mich sehr, dass wir uns wieder mal treffen hier via Zoom, denn du bist ja auf Teneriffa, das ist weit weg von uns, deswegen ist es im Studio gar nicht möglich, aber die Technik macht's möglich. Viel Spaß auf Mystica TV. Ja. Reinkarnation und Wiedergeburt. Lieber Horst, du bist ja bekannt als Geistheiler und auch als Lehrer zum Thema Heilung. Du hast mehr als 16.000 Menschen ausgebildet in der Schule für Geistheilung nach Horst Krone, die du auch eine ganze Weile geleitet hast. Hast viele Bücher geschrieben und hast dich nicht nur mit dem Thema Heilung und Geistheilung beschäftigt, sondern auch mit der Reinkarnation, also mit geistigen Gesetzmäßigkeiten. Reinkarnation ist ein wichtiges, großartiges Thema. Man weiß, dass ungefähr die Hälfte der Menschheit davon überzeugt ist, dass es mehr als nur dieses Leben gibt und die andere eben nicht. Ja, so ist es. Das heißt, beweisen kann man es nicht, aber es gibt sehr viele Literatur und Durchsagen und Durchgaben und Wissen von hellsichtigen Menschen. Und wie ich weiß, bist du sogar in Verbindung mit mindestens zwei Geistführern, die auch zum Teil dieses Wissen übermittelt haben. Bist du schon sehr lange in Verbindung mit diesen beiden Geistführern? Ja, über 40 Jahre. Wow. Und der Kontakt war deshalb von mir erwünscht, weil so wie mein letztes Buch heißt, ich möchte wissen, um zu helfen, das war ein Grundmuster meiner Heilertätigkeit und auch das Grundmuster, das, was wir lehren und anderen Menschen helfen wollen, an Wissen zu bekommen, um sich selber zu helfen. Die Selbsterkenntnis und die Selbstbewusstwerdung ist ja das Einzige, was uns aus schädlichen Vergangenheiten herausholen kann, indem wir Neues lernen dazu. Und unser Körper ist ein wunderbares Instrument. Der Körper verrät uns sogar so viel, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Durch Krankheiten oder andere Widerwärtigkeiten. Und da haben wir meine Geistführer ein bisschen geholfen. Und weil wir ja heute uns über Reinkarnation unterhalten wollen, habe ich natürlich auch an diese beiden Helfer, die ich habe, Fragen gestellt und auch Antworten bekommen, die sich bestätigt haben. In den ersten Jahren habe ich immer diese Durchsagen, die ich bekommen habe, für andere Menschen, was sie im Vorleben waren und warum sie in diesem Leben diese Probleme haben. Haben sie Karma mitgebracht? Ja. Oder ist das alles blindes Schicksal? Oder ist das wirklich ein gewolltes Schicksal? Sind da Programme dahinter? Das habe ich erst gar nicht so getraut, denn als ich damit anfing und die ersten Durchsagen bekam, war eine ganz spärliche Literatur vorhanden. Das war in den 70er Jahren. Ja. Und da habe ich dann immer welche Durchsagen bekommen, Monate gewartet, ob das sich verwirklicht, was die gesagt haben. Und wenn ich dann merkte, das stimmt so, dann habe ich es auch den Klienten gesagt. Und ich habe mich also ganz vorsichtig daran getastet. Ich wollte mich nicht da einreihen zu irgendwelchen Märchenerzählern. Und bekam ich also Einblicke in die Reinkarnation, wie Seelen arbeiten und was für Programme dahinter stehen, die dazu führten, dass ich sie dann auch bei der Heilung einsetzen konnte. Denn einen Menschen zu heilen oder zu Hilfe anzubieten mit geistigen Kräften, verlangt ja eine völlig andere Sichtweise als die eines Schulmediziners oder eines Naturheilers. Denn ich kann ja einen Menschen nicht heilen, wenn er keine Erfahrung hat, wie er mit der Krankheit umgehen kann. Wir brauchen ja unser Unbewusstes, was uns am Leben erhält. Und dieses Unbewusste ist eine Kraft, die entstanden ist über viele, viele Leben,
indem wir Erfahrung als Mensch, im menschlichen Körper gesammelt haben, wie wir diesen Körper, dieses Wunderwerk überhaupt am Leben erhalten können und mit unter welchen Bedingungen oder Schwierigkeiten oder Querelen wir noch überleben können. Wir müssen auch unsere Grenzwerte ausloten. Wie weit können wir gehen, sagen wir mit wenig Essen, wenig Trinken? Und wie lange hält die lebendige Kraft noch bei Entbehrungen? Das sind ja alles Erfahrungen, die wir sammeln mussten als Menschen. Und so geht es auch bei Krankheit, zum Beispiel mit dem Immunsystem. Aber das ist ja nur eins der Heilkräfte, die wir haben. Wir haben auch eine Zellregeneration und wir haben einen eigenen Stoffwechsel. Denn wir können, unser Körper arbeitet auch mit Temperaturerhöhung. Das hat mit dem Immunsystem nichts zu tun. Das stützt wir in unser Leben. Aber das Bewusstsein ist da, dass wir mit Fieber Mikroorganismen schwächen, sodass das Immunsystem es leichter hat. Und auch mit bestimmten Nahrungen umzugehen oder bestimmte Chemie herausholen, die wieder dem Immunsystem zur Seite steht. Das ist ja noch eine andere Intelligenz. Ne? Ja, Intelligenz des Lebens. Nicht? Denn das Immunsystem ist von sich aus, hat kein hohes Bewusstsein, sondern nur eine unwahrscheinliche Erfahrung, wie man mit den Dingern umgeht. Aber das Immunsystem ist nicht kreativ. Hinter dem Immunsystem steht eine Kreativität und die haben wir im Laufe vieler Leben erworben. Das heißt, wir haben nicht nur Erinnerungen aus früheren Leben, sondern es gibt so ein Bewusstseinswissen, wo wir sogar die alten, anderen Naturreiche auch nach und nach sozusagen in Erfahrung bringen mussten, kann man das so sagen? Ja, natürlich. Der Mensch lebt ja vom Leben und wir haben unsere Nahrung und in diese Nahrung müssen wir ja verstoffwechseln. Mhm. Das heißt, wir müssen aus dieser Nahrung erstmal Energie herausholen. Dann müssen wir aber auch chemische Substanzen herausholen, die wieder unser Organismus benötigt. Und die Erfahrung mussten wir erstmal sammeln in viele Leben, damit wir überhaupt in der Lage sind, diese Wunderwerke der Chemie und der Stoffwechselprozesse und der energetischen Strukturen. Wir werden ja sind ja energetische Lebewesen. Wir werden ja elektrisch gesteuert vom Nervensystem. Ja. Aber auch noch von einem höheren System. Wir haben ja auch noch Seele und Geist in uns. Das sind auch Systeme, die uns am Leben halten mit Informationen. Und diese Information, die musste erst eine Seele erwerben in vielen, vielen Leben. Mhm. Wenn wir also heute einen gesunden Körper haben, keine Allergien haben, bis ins hohe Alter ohne große Krankheiten überleben, dann kann man von einer erfahrenen Seele reden, die also schon genügend Probleme durchlebt hat und auch überlebt hat im Vorleben. Wir haben ja leider auch junge Seelen, die als wenige Leben im menschlichen Organismus haben. Wir haben Seelen, die schon viele, viele Leben, Jahrzehnte Leben haben, 100 Leben haben. Und wir gehen ganz anders um mit den Umweltprozessen. Wir merken sie am stärksten. Oder es gibt sogar in der Naturwissenschaft einige Erkenntnisse. Da hat man zum Beispiel einen Stamm gefunden, der noch in Sumatra vor einigen Jahren, Jahrzehnten, die waren noch nie mit den modernen Menschen in Berührung gekommen. Und die Forscher waren da und die haben ihre eigenen Lebensmittel dabei gehabt und unter anderem auch Cola-Dosen. Ne? Und da wollten die wissen, was das ist, die Ureinwohner. Und dann haben sie mit Hand und Mund übersetzt und haben sie was zu trinken gegeben. Die sind schwer krank geworden an der Coca-Cola. Mhm. Spontan. Als wenn sie weil der Körper, haben. Weil das System damit noch nicht umgehen konnte. Die haben noch nie diese Chemie verdauen müssen, nicht? Und das ist wahrscheinlich auch die Gefahr an der heutigen Chemie, die sozusagen nicht immer nur natürlich erzeugt wird, diese Nahrungsergänzungsmittel und all diese Dinge. Das hat unser System ja auch so vorher noch nicht gekannt. Und deswegen können wir da auch krank werden daran. Ja, aber richtig. Und noch viel schlimmer. Die ganzen Zivilisationskrankheiten gehören dazu. Und wir sprechen jetzt von der Klimaerwärmung. Ich glaube, die Klimaerwärmung, gut, ist ein Faktor. Aber den werden wir wahrscheinlich nicht so schnell in den Griff bekommen, weil wir Energie verbrauchen. Sonst würde die ganze Industrie zusammenbrechen. Das kann man nicht einfach abschalten. Aber was viel schlimmer ist,
was gar nicht so zu Tage tritt, das ist die chemische Verseuchung des Planeten. Diese ganzen Abfallprodukte der chemischen Industrien, die werden irgendwo verklappt oder werden auf irgendwelche Müllhalden gebracht, auf spezielle Müllhalden, oder man versucht, einige hohe Gifte sogar zu verbrennen in Hochöfen, wo ein paar tausend Grad sind, ne? Und so etwas. Das ist ein Riesenproblem. Hm. Auch der ganze Kunststoff, der in die Natur ist. Wir sehen vielleicht die Papiertüten im Meer und die leeren Plastikflaschen und alles, was da rumschwimmt. Aber das zerfällt ja als Mikroorganismen, als Mikroplastik. Aber das bleibt noch auch erhalten und das zerstört also die ganze Chemie, die als Grundlage für Lebewesen ist. Das ist viel schlimmer. Und da werden also noch einige Probleme auf die Menschheit hinzukommen. Ne? Aber wir haben, wie gesagt, ein lernendes Bewusstsein und die höchste Kraft, die das Leben überhaupt entfaltet hat, ist nicht die Immunwerden, sondern die Anpassung. Ohne Anpassung wäre gar kein Leben möglich. Es gibt also Seelen, die schon oft im menschlichen Körper haben, reinkarniert waren, haben eine viel mehr Erfahrung mit der Anpassung. Ja. Es gibt ja immer nur die beiden Möglichkeiten, Flucht oder Kampf, eine Polarität. Aber es gibt auch das Zentrum, weder noch, ich passe mich einfach an die Flucht und an den Kampf. Ich tue beides nicht oder tue von beiden ein bisschen. Also die Anpassung ist die stärkste Kraft, die wir haben. Die wird leider in der Heilkunde viel zu wenig beachtet. Und es wird uns auch nicht gezeigt, wie wir als Seelen uns anpassen an die Missstände, die wir Menschen selbst produziert haben. Wir sehen es jetzt bei der Corona. Ja, wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Während die Menschen oft noch unterschätzen, wie wieder natürlich manche Dinge sind, die sie künstlich erzeugen, ist der Virus selber ja etwas völlig Natürliches, gehört zur Schöpfung dazu. Und du hast mal gesagt, das Immunsystem lernt ja auch durch solche Grippewellen einfach nur dazu. Es entwickelt sich weiter. Also es ist im Grunde ein weiterer Entwicklungsschritt, wenn man es jetzt mal vom Reinkarnationszyklus sich anschaut. Jede Überwindung einer Infektionskrankheit, das immer mit Mikroorganismen zu tun hat, auch jede Vergiftung, wenn wir mit Substanzen in Berührung gekommen sind, die wir nicht verstoffwechseln können, die uns Schaden zufügen, wenn wir das überwinden, wenn unser Organismus Wege findet, vielleicht mit bestimmten Spurenelementen, die wir nehmen, oder bestimmten Mitteln, die wir einnehmen, denkt man nur beim Durchfall, dass man dann Kohle nimmt, dann stoppt es also den Durchfall. So gibt es ja auch Heilmittel aus der Natur und sogar aus der Schulmedizin, die uns helfen, wenn wir mit Unverträglichkeiten konfrontiert werden. Mhm. Das höhere Gut aber ist, dass das Leben lernt, wie sie damit umgehen kann, damit sie keine Hilfe von außen mehr braucht. Denn die Selbsterkenntnis geführt zur Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung bedeutet, ich kann es selbst erwirken. Ich brauche niemand anders mehr. Und jede Immunwerdung gegen ein Bakterium oder gegen ein Virus ist eine Bewusstseinserweiterung. Es gibt keine Heilung ohne Bewusstseinserweiterung. Die Seele muss mit dem Körper lernen, wie man krankmachende oder entkräftende Einflüsse neutralisieren kann, wie man sich damit anpasst. Und nur kämpfen, wie die Schulmedizin, alles vernichten, wie von einem Krieg gegen Viren spricht, das ist der falsche Weg. Der sichere Weg hat die Natur schon längst gefunden. Entweder der Mensch wird immun oder er stirbt. Und die immun sind, die haben sich arrangiert. Es geht sogar noch weiter, weil wir gerade beim Corona und bei Viren sind. Warum gibt es immer Grippewellen? Warum gibt es keine kontinuierliche Grippe? Warum gibt es Wellen? Weil die Entwicklung, ne, verschwindet einfach, weitergeht und schrittweise immer wieder neue Erfahrungen. Das Virus verschwindet nicht. Das kann man immer noch nachweisen danach. Aber der Mensch ist immun davon gewesen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Auch Viren sind Lebewesen. Wenn auch in der äußerst primitivsten Form, die wir kennen. Aber sie wollen ja auch nur leben.
Und es gibt nach meiner Ansicht Virenstämme, die sind klug genug, sich an höhere Lebewesen anzupassen, sich mit denen zu arrangieren, ohne den Wirt zu töten. Dann würden sie ja selbst sich töten. Also es gibt dumme und schlaue Viren. Und die dummen Viren, die sterben aus, weil sie mit den Menschen sterben oder weil sie so attackiert werden, mit allen Vorsichtsmaßnahmen und Möglichkeiten, die der Mensch hat, dass man sie versucht auszurotten. Und dann schafft man auch vielleicht diese Stämme zu eliminieren. Und die sich mit dem Leben des Menschen arrangiert haben, die sind immer da. So haben wir zum Beispiel, fast alle Menschen haben den Herpesvirus in uns. Und das ist ein Teufelsding, wenn der loslegt. Da gibt es also Krankheiten, die zum Tode führen, wenn die Gürtelrose nicht behandelt wird. Und wir haben es aber arrangiert. Und das ist die Kunst des Lebens. Das ist die Anpassung. Die Anpassung ist das höchste Gut, was wir haben. Viel mehr wert als die Immunreaktion. Ja, interessant. Wenn wir uns mal den heutigen Menschen anschauen und wenn es darum geht, woher haben wir überhaupt das Wissen in uns, bewusst oder unbewusst oder überbewusst, dann, wenn ich es richtig sehe, gibt es da vielleicht drei Ebenen. Ne? Also die erste Ebene, die du schon angedeutet hast, ist dieses Seelenwissen über die Naturreiche, über die Beherrschung der Chemie und der Körperfunktion und so weiter und so fort. Das zweite ist das Wissen aus früheren Inkarnationen des Menschseins. Und dann gibt es ja noch sowas wie eine Zellerinnerung, ein Wissen von unseren Ahnen, das sozusagen über die DNA uns sozusagen übermittelt wird. Habe ich das richtig verstanden? Ist aus diesen drei unser Wissen? Lass mal einen Teil weg. Ja. Woher hat unsere Seele, unser höheres Bewusstsein die Erfahrung, wie die Körperchemie in einem menschlichen Körper zu steuern ist? Da ist eine Erfahrung außerhalb des menschlichen Körpers notwendig. Da werden wir mal extra eine Sendung drüber machen. Aber wir wollen ja über die Reinkarnation sprechen, wenn also die Seele so weit fortgeschritten ist, dass sie in der Lage ist, einen menschlichen Körper zu übernehmen. Und ab da beginnt sozusagen dieser Zyklus, der über viele, viele Inkarnationen geht, wo man beginnt von der Kindseele, jungen Seele bis zur alten Seele. Irgendwann muss die Seele mal einsteigen in die Vererbung unserer Eltern. Wir haben ja den Körper, den wir jetzt leben, den haben wir ja nicht erschaffen, den haben wir nur beseelt. Wir sind eingestiegen in einen winzig kleinen Zellklumpen, der durch ganz klare biologische Prozesse von unserem Elternpaar erschaffen wurde. Nach den Vorgaben der Natur, so wie sie hier in unserer Welt ablaufen. Also über die Vererbungsschiene, über DNA, also über die Gene, die wir vermittelt bekommen. Die Seele steigt ein und muss jetzt diese Gene übernehmen. Und mit ihren Erfahrungen, die sie schon bei anderen Lebewesen und auch im menschlichen Körper, wenn sie schon öfter hier war als Mensch, hat, übernimmt sie jetzt den Körper und lässt ihn heranreifen und schult jetzt als nächstes das Gehirn. Und aber zum Anfang erstmal die Bewegung, also das Kind muss ja Sauberkeitsentwöhnung sprechen lernen, stehen und laufen lernen und alles. Das ist jetzt in den Anfängen. Ja, und dann kommt nachher das Einschulalter und dann geht es an das Gehirn ran, muss das trainiert werden. Das macht alles unser höheres Bewusstsein. Das höhere Bewusstsein ist aber angewiesen immer auf die Vererbung. Das heißt, und unsere Körperstruktur in der Zusammensetzung der Körperchemie ist immer einzigartig aufgrund der Verschmelzung zweier Erbmassen. Und Vater und Mutter, die immer wieder neue sich mischen. Und dadurch entsteht ein Komplementarat von vielen Zellen in den ganzen Organen, unterschiedlichen Stoffwechselprozessen, die immer einzigartig sind. Deswegen sagen wir, jeder Mensch ist einzigartig. Es ist immer eine neue Kombination, die in den Grundzügen das Gleiche ist. Aber jetzt geht es um das Bewusstsein. Und Bewusstsein ist nicht in den Genen angelegt, sondern das Bewusstsein ist die Seele. Und das, was wir dem geistigen Teil des Menschen zuordnen, das jetzt versucht, das höhere Bewusstsein in das denkende Gehirn des Menschen einzubringen und dort Vernunft zu entwickeln, also Menschlichkeit zu entwickeln, könnte man sagen.
Und das heißt, da gibt es natürlich große Unterschiede, ob die Seele schon mehrmals ein Gehirn trainiert hat und einen Körper entwickelt hat oder nicht. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Seelenalten. Die Erdmasse ist gleich, die sehen gleich aus, aber ihre Menschlichkeit, ihre Vernunft ist gewaltig unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, man muss da auch nochmal unterscheiden. Es gibt ja sozusagen den Begriff eben des höheren Selbstes, des Bewusstseins und der Persönlichkeit. Wenn ich es richtig verstehe, entwickeln wir unsere Persönlichkeit durch den Verstand mit dem Denken in jeder Inkarnation neu. Und diese Persönlichkeit ist nicht immer gleichbedeutend mit der Seelenweisheit, oder? Ja, da gibt es ein bisschen Unterschiede. Aber wir müssen es noch ein bisschen genauer betrachten. Hm? Ja. Gehen wir erstmal davon noch einmal aus, unser menschlicher Körper entwickelt sich nach den biologischen Prinzipien über die DNA und den Genen, die wir haben. Da haben wir unsere Haarfarbe, die Augenfarbe, unsere Statur, die Grundsubstanz und ganz bestimmte chemische Prozesse sind in uns angelegt, die zwar alle ähnlich sind, aber doch differenziert. Wir wissen es ja aus dem Alltag, nicht jeder Mensch verträgt das gleiche Essen oder haben anderen Geschmack. Wir bevorzugen diese Getränke und der andere sagt diese Getränke. Ja, das ist das Verlangen des Körpers. Der Körper verlangt nach den Substanzen, die er braucht. Dadurch entsteht Appetit oder sogar eine Gier, unbedingt etwas haben zu wollen, weil das unbedingt gebraucht wird. Mhm. Und das kann auch fehlgeleitet werden, dann entsteht Sucht daraus. Mhm. Und das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dieser organische Teil von uns, der physische Teil, muss gesteuert werden. Wir sind energetisch gesteuerte Lebewesen. Ohne Bioelektrizität, ohne Biomagnetismus geht nichts. Mhm. Alle chemischen Prozesse sind im Endeffekt physikalischer Natur. Das heißt, nur durch physikalische Energien kommt es zu chemischen Reaktionen, die den ganzen Stoffwechsel, unser ganzes Leben aufhalten. Egal, ob wir entgiften oder Nahrung umwandeln in bioverträgliche Substanzen, die der Körper braucht, immer wird das energetisch gesteuert. Ja, sind also bioenergetisch gesteuerte Wesen. Bio ist Leben. Also Lebensenergien, von denen es verschiedene gibt. Und mit diesen Energien muss jetzt die Seele umgehen. Und sie tritt jetzt mit dieser Seele an. Sie bringt auch ein Erbe mit, nämlich ein Erbe, mit den steuernden Elementen umzugehen. Wir können es vergleichen mit der Musik. Das Instrument ist die Vererbung. Ja. Das hat der Instrumentenbauer hergestellt. Und jetzt kommt der Musiker und der hat jetzt sein Wissen und sein Können und jetzt kann er da drauf spielen und kann wunderschöne Töne hervorlocken. Wer diese Erfahrung nicht hat, der kann noch so ein gutes Instrument haben, wenn der keine Ahnung hat, zu was die Tasten oder die Hebel da sind, der wird nichts funktionieren. Das hört sich schrecklich an. Und so ist es in uns Menschen auch. Es stoßen also zwei Bewusstseinsebenen aufeinander. Das materielle Bewusstsein, die Erdmasse mit den Genen und die seelische Struktur. Und die Seele, die braucht aber Hilfsmittel. Und dazu splittet sie sich auf und bildet eine Psyche. Und die Psyche ist der Sprachgebrauch der Seele zum Körper. Daher gibt es auch den Begriff psychosomatische Erkrankung. Es gibt keine psychosomatische Krankheit, sondern nur eine Erkrankung. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Das heißt, die Psyche kommt jetzt, also die Ausdrucksform, die energetische Ausdrucksform der Seele als Psyche mit psychischen Eigenschaften steuert darüber den Körper. Und diese Steuerung, das sind jetzt ganz, hat an und für sich mit Reinkarnationslehre nichts zu tun, aber sind die neuesten Erkenntnisse der Geistheilung, die wir in der Schule lehren und die dazu geführt hat, dass wir so großen Anspruch und Zuspruch haben und dass wir auch zeigen können, dass man es lernen kann und kann damit heilen. Denn die Psyche arbeitet zum Körper. Und jedes Organ, was wir haben, jede Zelle, jede Funktion, hat eine Eigenschwingung. Und jede Charaktereigenschaft oder jedes psychische Mobil in uns
hat auch eine Eigenschaft, eine Schwingungseigenschaft. Und die müssen zusammenpassen, in Resonanz gehen. So kann über die Psyche die Seele den Körper steuern. Und wenn das nicht stimmt, dann gibt es psychosomatische Erkrankungen, weil keine Resonanz ist, weil die Seele den Körper nicht erreichen kann. Mhm. Ja, interessant. Ja. Das ist auch bekannt aus einer Heilmethode, die halbwegs schulmedizinisch genutzt wird. Das ist das Bioresonanzverfahren. Mhm. Man hat also schon heute so weit in die Resonanz und Frequenzen der Organe hineinzumessen, auch ganz grobstofflich. Und zwar nur auf elektrischer Ebene, nicht auf magnetischer. Andere versuchen es wieder nur auf magnetischer. Aber die beiden Felder, die wechseln immer miteinander ab. Und diese Wechselwirkung, die macht den meisten Menschen zu schaffen. Dass er die Welt nicht mehr versteht. Er bemüht sich, gesund zu sein, das richtige Essen und trotzdem funktioniert es. Er hat trotzdem Bauchweh und alles möglich. Und das muss man erkennen. Und eine erfahrene Seele, die hat damit keine Probleme. Mhm. Denn es gibt heute, ein Drittel der Europäer haben Allergien in irgendeiner Form. Ja. Oder Unverträglichkeiten, das ist die Vorstufe davor. Erst sind Unverträglichkeiten und wenn die Seele sich aufregt, dass man diese Unverträglichkeit nicht abstellen kann, weil sie keine Erfahrung hat, weiß es nicht, dann wird sie wütend. Das ist dann Allergie, Aggression. Ja. Die Unverträglichkeit, die Aggressivität fällt, ist Allergie, nichts weiter. Und deswegen haben wir die Wege gesucht und noch gefunden und können Allergien abschalten. Und zu 90% gelingt es uns, einfach auszuknipsen. Ein, zwei Behandlungen, manchmal drei. Nur bei 10% schaffen wir es nicht. Aber das sind Menschen, die sind so innerlich aggressiv, dass immer wieder die Allergie hervorbringt. So wie der Mensch sagt, wenn man sich ein bisschen heftiger unterhält, ach, reagier doch nicht so allergisch. Und wenn er das in sich hat, den kann man auch bei Allergie, der Körper hat jetzt allergische Reaktion, kann man nicht helfen. Aber das sind nur wenige. Die meisten kann man helfen. So ist, das war jetzt ein Ausflug in die Körperchemie in der Reinkarnationslehre hier. Nur sehr, sehr so spannend. Den Weg zurückfinden. Ja, das erfinden wir zurück. Ich habe schon eine nächste Frage, die uns da wieder zurückbringt. Was man ja sehr stark mit Wiedergeburt und Reinkarnation verbindet, ist der Gedanke des Karma, der ja manchmal auch falsch verstanden wird, so eine Strafe, weil man etwas falsch gemacht hat. Aber wenn ich so richtig verstehe, alles ist Evolution, alles dient der Weiterentwicklung der Seele und eine karmische Wirkung ist einfach etwas, was ich vorher als Ursache gesetzt habe und wo jetzt die Seele daran lernt und sich reibt, um gewisse Dinge wieder in einen Ausgleich zu bringen? Kann man das so sagen? Ja, also Karma. Du darfst mir gerne widersprechen, wenn das. Ich möchte erst mal so erklären, was ich unter Karma verstehe. Sehr gerne, ja. Das ist das Resultat von Ursache und Wirkung. Ja. Und wir müssen das jetzt nur in einen anderen Zeitrahmen betrachten. Betrachten wir mal Ursache und Wirkung auf einem überschaubaren Zeitrahmen. Das wäre, ich bin Handwerker und ich muss jetzt, sagen wir mal, einen Wasserhahn reparieren. Und ich weiß, da sind so Dichtungsscheiben drin und die müssen drin sein. Und jetzt hat jemand repariert so einen Hahn, weil der getropft hat und legt eine neue Dichtungsscheibe rein. Aber die ist zu dünn. Dann funktioniert es nicht, der Hahn läuft. Damit er durch ein Fehlverhalten hat er jetzt das Tröpfeln zum Überlaufen sogar, also hat es so verstärkt. Dann muss er aufmachen und sehen, aha, die ist zu dünn. Legt eine dicke Scheibe an und der ist da handdicht. Das ist Ursache und Wirkung. Mhm. Dasselbe läuft in allen Prozessen unseres menschlichen Verhaltens ab. Denn wir sind ja lernende Wesen. Wir wollen ja vollkommener werden. Das sehen wir in unserem Schulungssystem, dass wir versuchen, den Menschen was beizubringen. Aber das Leben bringt uns am meisten bei. Und wenn wir also etwas falsch gemacht haben, also die falsche Dichtung genommen haben, dann läuft uns die Nase. Ja, genau. Also bildlich gesprochen. Und dann müssen wir überlegen, warum. Und dann lernen wir. Und jetzt gibt es aber Prozesse, die über sehr lange Zeiträume erst sichtbar. Wenn ich zum Beispiel jemand durch Fehlinformation in eine Lebenssituation bringe, wo er selbst jetzt durch meine Fehlinformation sich falsch verhält
und Schaden annimmt. Sagen wir mal, eine Firma etwas investiert, was hätte er nie investiert, weil er gar keinen Durchblick hat, kein Wissen darüber, aber ich habe ihn überredet. Jetzt geht rein, jetzt bemüht er sich über Jahre, den Schaden wieder gut zu machen und rauszukommen. Ja, es kann sogar sein, dass ich vorher abdanke oder er dankt ab. Das heißt, es ist noch etwas Gutmachung da, müssen noch gemacht werden. Und die Erfahrung, die müssen beide machen. Ich, wo ich gedacht habe, ich habe den doch auf etwas aufmerksam gemacht, was er gar nicht bewältigen kann. Mhm. Und der andere hat sich überreden lassen. Und das sind Erfahrungen. Und das kann sein, dass das im nächsten Leben dann wiederholt wird. Dass wir dann umgekehrt das erleben, was derjenige hat, durchlebt hat, den wir ins Unglück gestürzt haben. Gar nicht mal gewalttätig, sondern nur durch Fehlinformation. Und das können wir natürlich noch mehr ausschmücken, dass wir sogar lernen müssen, wenn wir jemand, der uns etwa nicht wohlgesonnen ist, mit einem Knüppel über den Kopf hauen, der ist tot, dann müssen wir, wenn wir jetzt in diesem Leben hier, weil wir eine gerechte Rechtsprechung haben, aber es gab genügend Vorleben, wo eben kein Richter da war. Ne? Ja. Und wer richtet denn dann? Wir müssen erkennen, dass das Knüppel über den Kopf hauen falsch ist. Mhm. Wir sind in einer wunderbaren Zeit, wo wir eine Gesetzessprechung haben, dass wir sehr schnell jetzt für unser Fehlverhalten verurteilt werden. Das war ja in vergangenen Leben nicht. Und da bringen wir jetzt noch so einige zur Gutmachung angelegte falsche Lebensweisen mit. Und die müssen wir jetzt korrigieren. Es geht besonders schnell jetzt, weil wir weltweit eine Gesetzgebung haben. Deswegen drängen sehr viele Seelen auf die Erde und die Bevölkerungsexplosion. Es kommt auch aus dem Geistigen, weil viele Seelen sagen, oh, jetzt kann ich viel schneller lernen. Ich werde gleich zur Rechenschaft gezogen. Ja. Das gilt, Gottes Mühlen mahlen langsamer richtig, gilt ja jetzt gar nicht mehr. Jetzt menschliche Mühlen mahlen damit, mit der Gesetzgebung. Und deswegen haben wir auch so sehr viele Seelen, und auch junge Seelen, die hierher drängen, und, um schneller lernen zu können. Mhm. Also ich sehe dieses Schicksal und Karma höchstens als Wiedergutmachungsprozess oder Erkenntnis zu sammeln, dass ich endlich erfahre, wie es richtig gemacht wird. Mhm. Sehr spannend. Ich denke, wenn dieses Wissen über Reinkarnation immer mehr verstanden wird, das würde uns auch helfen, sozusagen ein etwas noch ethischeres Leben zu führen. Hast du da eine Hoffnung, dass sozusagen man auch hier im Westen immer mehr dieses Wissen versteht und vielleicht sogar irgendwann einbinden kann in eine Ethik und in ein neues Miteinander? Ja, wir sind in einem Zeitalter der Erkenntnis. Ich will es mal in einem Sprichwort euch machen. Eine unschöne Eigenschaft ist ja das Lügen, das Belügen. Ja. Was noch ausarten kann in Tätigkeiten im Betrügen. Und da gibt es ja ein Sprichwort, das heißt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, weil er nicht die Wahrheit spricht. Man glaubt, dass wenn ein Lügner da ist, dann bleibt ein ewiger Lügner. Mhm. Aber unsere Psychologie und verschiedene andere medizinische Erkenntnisse, auch aus der Hirnforschung, haben gezeigt, dass wir ein trainierbares und lernfähiges Gehirn haben. Man muss nur die richtigen Wege zeigen, das menschliche Bewusstsein so zu informieren, dass es schnell erkennt, Lüge bringt nichts ein. Und dann wird ein ehrlicher Mensch. Und das führt dazu, dass wir sehr viel schneller karmische Prozesse abbauen. Die menschliche Rasse hat sich so hoch entwickelt, dass sie zeitverkürzend arbeitet in der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Sehr spannend, ja. Also viele sprechen ja auch von einer Wendezeit. Würdest du auch sagen, das ist eine Wendezeit oder? Ja, das ist ein gleitender Prozess. Also ja. Wendezeit, da verlangt man immer so Bums, von heute bis morgen. Ja, genau. Nicht. Das geht nicht. Es ist ein Entwicklungsprozess zum harmonischen hin. Wie es schon viele gab und noch weitere geben wird, ne? Ja.
Wobei immer wieder neue Herausforderungen sind, weil wir ja noch sehr viel Blödsinn machen als menschliche Rasse. Denken wir nur an die Umweltverwüstung, die wir zurzeit mit dem technischen Zeitalter haben. Und ich weiß nicht, was die Datenverarbeitung für Abfallprodukte noch liefern wird, die unser menschliches Sein in bestimmten Dingen in Frage stellen. Also ich kann mir vorstellen, dass durch die künstliche Intelligenz wir noch ein böses Erwachen bekommen können. Mhm. Wir wissen ja noch gar nicht, wo das alles hinschlittert. Denn wir haben ja aus anderen Energieformen, von denen man am liebsten raus will, zum Beispiel Atomenergie oder Kohleindustrie, weil man weiß, damit verwüstet man die Umwelt und schädigt die Natur. So geht es auch mit allen möglichen Dingen. Alle Industrien haben Abfallprodukte und müssen so korrigiert werden, dass sie menschenwürdig arbeiten. Und da sind wir also in eine Umbruchphase. Das könnte man natürlich als Wende sehen, aber das ist immer verbunden nur mit Erkenntnis. Ja, absolut. Wie ein Mensch kann nur gesund werden, wenn er sich bewusst wird, warum bin ich denn krank geworden? Mhm. Es gibt keine Heilung ohne Bewusstseinserweiterung. Mhm. Ja, also gerade was diese Umweltthematik betrifft, habe ich dich auch schon mal in einem Gespräch erlebt, wo genau du das vermittelt hast. Erstens, die ganzen Folgen dieser Verfehlungen, die kommen erst allmählich auf uns zu. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber du sagst auch, dass wir natürlich in 100 oder 200 oder 300 Jahren vielleicht schon ganz andere Techniken und Möglichkeiten entwickelt haben, mit denen wir auch die Erde und uns selbst wieder heilen können. Ist das so? Ganz sicher. Denn jetzt sind wir wieder beim Karma. Ja. Es gibt ein Einzelkarma und es gibt ein kollektives Karma. Die Menschheit muss das wieder gut machen, was sie jetzt am Planeten zerstört. Hm. Da kommen wir gar nicht drum rum. Hm. Wir haben nur die eine Erde. Ja, wenn die kaputt ist, was ist denn? Bleibt entweder die Menschheit geht unter oder sie müht sich daran, die Regenerationskräfte zu mobilisieren, die der menschliche Geist hat und jetzt mit allen möglichen Errungenschaften, die bis dahin erworben sind, wieder das alles zurück zur Natur zu bringen oder zumindest in erträgliche Zustände zu bringen. Da werden wir aufgefordert, da gibt's gar nichts. Die Natur wird uns schon zeigen, wo es lang geht. Wir können nicht die Natur ständig ausnutzen. Ich bin sogar sicher, dass der Umschwung ganz merklich kommt, und zwar aus einer Erkenntnis heraus. Denn in vielen Bewusstseinsschulen, also wo Philosophen oder Psychologen lehren, spricht man immer mehr davon, dass das wahre Lebensziel ist ein Dienen untereinander. Die Natur dient uns und wir, die Eltern dienen uns. Wir sollten dann später, wenn die Eltern krank und alt sind, sollten wir denen dienen. Und wir dienen dem Staat, also dem Kollektiv, und das Kollektiv dient uns. Das heißt, Leben in erträglicher Form ist nur, wenn ein ausgewogener gegeneinander dienen vorhanden ist. Die Natur dient uns auch, nicht? Die Sonne ist für uns da. Sie dient mit ihren Wärmestrahlen, dass es überhaupt Lebensbedingungen hier gibt. Die Pflanzen nehmen dieses auf und dienen uns als Grundnahrung. Immer sind 90% dann direkt Nahrung, sind aus pflanzlichen Produkten. Und wir Menschen mit den Technikwaren und alles machen können, wir bedienen uns nur. Ja, und ich glaube, das ist ja auch ein wirklich falsches Denken. Oft wird gesagt, in der Natur ist Konkurrenz und Kampf, aber in Wirklichkeit ist das meiste, was in der Natur geschieht, Kooperation. Ja, das Leben ist eine Symbiose von vielen Lebensformen untereinander. Hm. Man weiß zum Beispiel, dass die größten Lebensgruppen, die man so kennt, mit sehr viel Leben, unterschiedlichen Leben, sind die Korallenriffe oder die Regenwälder. Und da ist in beiden eine ungeheure Vielzahl von Lebewesen tätig, die diese Regenwälder oder diese Korallenriffe am Leben erhalten. Nur durch diese Vielen Leben ist es möglich, diese Schönheiten und diese grandiose Natur aufrechtzuerhalten. Wunderschön. Und die zerstören wir natürlich. Also die intakten Lebensräume, wo alle für einen und einer für alle da ist.
auch wenn da, wenn es auch Raubtiere gibt oder Pflanzen oder Tiere, die sehr rücksichtslos umgehen. Aber die haben auch wieder ihre Berechtigung in der Natur. Weiß man, dass die Raubtiere sogar wichtig sind. Wenn die Raubtiere nicht da sind, dann entwickeln sich Spezies, die wieder alles verwüsten. Also die Raubtiere halten vieles in Schach. Es muss alles miteinander greifen. Ja. Natur lebt ausgewogen. Und immer mit füreinander, miteinander und gegenseitig helfen und dienen. Und sie schützen auch oder auch füreinander da sein. Es gibt genügend Pflanzen, die wieder andere schützen. Oder auch Tiere, die Pflanzen schützen, Pflanzen, die Tiere schützen. Wunderbare Symbiosen entstehen da. Und das ist die Erkenntnis der letzten Jahre. Und die wird sich allmählich durchsetzen. Nur wir haben ein Problem. Und jetzt komme ich aber direkt auf die Reinkarnation zurück. Dass wir genügend Seelen haben, die keine Erfahrung im menschlichen Körper haben. Die also eher ein animalisches Verhalten haben. Das sind einfach jüngere Seelen, oder? Das sind ganz junge Seelen, die noch nicht wissen, was ist ethisches Verhalten, ja, oder was ist eine menschliche Vernunft oder was ist Recht. Und das ist denen auch nicht vorzuwerfen. Wir alle waren mal junge Seelen und mussten das erst alles lernen. Mussten lernen, was es heißt zu kämpfen, ja. Das heißt, kämpfen ist auch erstmal eine natürliche Eigenschaft, die Seele ja lernen muss. Und die haben zweierlei Schwierigkeiten. Die jungen Seelen haben einmal die Probleme, dass sie auch nicht genügend Erfahrung mit dem menschlichen Organismus selbst haben und dadurch sehr anfällig gegen Krankheiten sind. Und auf der anderen Seite ein schwach trainiertes Gehirn haben, weil sie noch nicht wissen, wie man das Gehirn zur Vernunft bringt. Das ist einfach so. Denken wir uns nur mal einen Menschen aus, der nicht zur Schule geht. Der weder lesen noch schreiben kann. Was bleibt ihm übrig, um zu existieren? Er muss jetzt seine Handfertigkeit zeigen. Er muss also mit dem Körper etwas leisten. Er muss Arbeiter werden. Er kann weiter nichts als seinen Körper als Mittel einsetzen. Als Landarbeiter oder nehmen wir die Erntehelfer, die eingelegt werden, die durch die Welt reisen. Das sind Seelen, die eben nicht die Fähigkeit haben, einen Beruf zu erlernen. Da sagt man vielleicht, naja, die Gegebenheiten und das war Klima und die politischen Würden, die spielen mit eine Rolle. Aber sie sind es nicht alleine. Alleine ist es die Unfähigkeit der Seele, überhaupt die Schule zu besuchen oder abzubrechen. Oder nehmen wir einen anderen Beispiel von Deutschland. In Deutschland ist Schulpflicht. Eltern werden bestraft, wenn sie Kinder nicht in die Schule bringen. Hier werden also auch junge Seelen, die es hier in Deutschland auch gibt, die werden von der Schule trainiert. Die kriegen also trainierte Gehirne, wie man lesen und schreiben kann. Aber die haben nicht die Fähigkeit, das Erlernte einzusetzen. Die vergessen es wieder. Denn jeder 12. Deutsche wird Analphabet. Ja. Die können keine Formulare ausfüllen. Ja. Verstehen nicht, was im Amtsdeutsch da zu lesen ist, was ein bisschen Schwierigkeiten macht. Ne? Kann, muss ich sagen, so ein Amtsblatt auszufüllen, wenn da es um irgendwelche Erhebungen geht, ist nicht einfach. Aber die können es überhaupt gar nicht mehr, weil sie den Sinn nicht mehr erfassen, weil sie noch gar keine trainierten Gehirne über mehrere Leben hatten. Ja. Ja. Deswegen brauchen wir viele, viele Reinkarnationen, bis die Seele weiß, wie man ein Gehirn trainieren kann. Ja, das ist aber nur ein Fall. Es beginnt am Anfang, beginnt schon erstmal den Körper zu erhalten, also mit der Nahrung klarzukommen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, den Körper so einzusetzen, dass man mit dem Körper, als Seele, mit dem Körper arbeiten kann, damit man sich das Brot verdienen kann. Und jetzt kommt noch der dritte Schritt dazu. Ich brauche aber auch ein Urvertrauen, dass mir geholfen wird. Und deswegen bilden sich bei diesen ganzen einfachen Seelen oder bei den Urvölkern, wo also noch keine Zivilisation und keine Wissenschaft da war, wenn wir zurückgehen in unsere menschlichen Zyklen, dann
bilden sich Urreligionen an Geister, Glauben, an Naturgeister. Dann versucht man, die Natur auf die eigene Seite zu bekommen. Ne? Später werden die Religionen da draus. Ne? Und Schamanentum ist auch so eine Sache. Das sind die ganz jungen Seelen. Und dann kommt der nächste Schritt, wenn man da genügend Leben durchgelegt hat, dass man also halbwegs das Gehirn nutzen kann, um über die Runden zu kommen. Dazu gehört nämlich auch, die Zeit zu verstehen, also Jahreszeiten zu verstehen, auch gutes Erinnerungsvermögen aufzubauen. Das muss auch erlernt werden, dass man nicht alles vergisst. Denn wir haben unser Gehirn ist so angelegt, dass wir zwei Erinnerungen haben, Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Und wenn wir das Langzeitverdächtnis noch nicht trainiert haben, dann vergessen wir alles, was lange zurück war. Dann leben wir immer in den Tag hinein, weiter nichts. Und wenn diese erste Stufe durch ist, dann kommt die zweite, dann kommt das höhere Denken, wo dann praktiziert. Und dann entwickeln wir uns allmählich zu einem höheren menschlichen Bewusstsein. Mir wurde gesagt, man soll das in vier Gruppen einteilen. Die erste Teile sind also die ganz jungen Seelen, die uns echt viel Sorgen bereiten hier auf der Welt. Und die Sorgen entstehen dadurch, dass diese jungen Seelen noch keine menschlichen großen Erfahrungen haben, aber an den Errungenschaften der hochentwickelten Seelen teilnehmen können. Dazu gehören also die Verkehrsmittel und technische Apparate, die sie nie hätten konstruieren, die gar nicht verstehen, was da drin ist. Die bemühen sich nicht mal daran, zu verstehen, was dahinter steht. Aber sie können es einfach auch nicht. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, jegliches Elite-Denken abzuschalten und immer wieder daran zu erinnern, wir alle waren junge Seelen. Und in unserer Welt ist es eben so, dass für ältere Seelen es auch wichtig ist, dann all den Menschen zu helfen, die vielleicht das noch nicht wissen. Also da dieses Einanderhelfen ist in vielen Dingen ja schon präsent, aber in anderen Dingen eben noch nicht. So wie es dann auch, wenn man weiter in die spirituelle Ebene geht, ja auch sagt, dass Geistführer wiederum uns Menschen helfen, uns weiterzuentwickeln, weil diese Geistführer all diese Inkarnationen schon hinter sich haben. Also ich finde dieses hinter sich haben, die haben alle abgeschlossen. Genau. Dieses Band finde ich ganz wichtig. Wenn wir die nächste Stufe Nummer 3 nehmen, da geht es also wirklich an die großen menschlichen Dinge heran, die wir überwinden müssen. Ne? Dazu gehört also die Rechtsprechung, also die Gesetzestreue. Und da haben wir ein großes Dilemma auf der Welt, dass die Gesetze nicht eingehalten werden. Obwohl wir jetzt streng genommen, wir haben uns ja vorhin gerade über Gesetze und da so gut sind für Schicksal und Karma, weil eben wir jetzt schnell zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das sind die von Menschen gemachten Gesetze. Ja. Das ist nur der Teil, der sich hier entwickelt hat. Wir haben aber die Naturgesetze. Wenn wir gegen Naturgesetze verstoßen, dann werden wir genauso in ein Karma reinkommen. Und wenn ganze Nationen gegen etwas verstoßen, was gegen die Natur ist, gegen Naturgesetze verstoßen, dann werden die zur Rechenschaft gezogen, dann gehen Kulturen unter. Und dann haben wir aber noch die ethischen Gesetze, also die geistigen Gesetze. Dazu gehört also Moral und Ethik. Und dann, die wollen auch ergründet werden. Und die einzuhalten ist ganz, ganz schwer. Das ist die in der letzten Stufe schafft es der Mensch dann. Ja. Und hinzu muss er auch noch erkennen, welchen Sinn sein Leben hat. 90% der Menschen haben überhaupt keinen Sinn über ihr Leben, kriegen auch keine Antwort, was der Sinn ihres Lebens ist. Wir sind also noch in vielerlei Hinsicht mit Seelen bevölkert, die den Sinn des Lebens noch lange nicht erfasst haben. Ja, und damit du mal kurz durchatmen kannst, lese ich den vierten Entwicklungsschritt einfach mal vor aus deinem Buch. Hier steht, im letzten Abschnitt wird der Sinn des Lebens, den du gerade angesprochen hast, und der eigenen Existenz gefunden. Nun geht es um die Überwindung egoistischen Verhaltens sowie um das Ablegen jeglicher Emotionen und das bedingungslose Dienen im Kollektiv, also um das Mitgestalten an der Gemeinschaft aller Seelen. Das klingt wunderbar und da spürt man, ja, da sagt mein Herz, ja, möchte ich gerne mitwirken, aber es ist halt noch ein gewisser Entwicklungsschritt. Und wenn ich es richtig verstehe, ist so
das Durchschnittsalter unserer Menschen ja noch nicht an dieser letzten Stufe angekommen. Das heißt, da gibt es für uns alle noch viel zu lernen. Ja, da muss das Ego abgebaut werden. Wir müssen bei allen Entscheidungen weg vom wie mache ich das? Wir müssen sagen, wie machen wir das? Ja. Nutzt es etwas für mich oder nutzt es für uns etwas? Ja. Ja. Solange man das Kollektiv bei der Entscheidung, die in anderen technischen oder sonstigen Formulierungen treffen, wenn wir nicht das Wir mit ansprechen, das Uns, sind wir immer auf der falschen Seite. Mhm. Und das wird ganz zum Schluss dem Kollektiv dienen. Ne? Das ist das höchste Gut, was wir haben. Ne? Ja. Und am Ende gibt es gar kein Ende, denn wenn ich es richtig verstanden habe, wenn wir diesen ganzen Inkarnationszyklus hinter uns haben, geht es weiter. Wir werden dann vielleicht zum Beispiel Geistführer oder höher entwickelte, weitere, weisere Wesen, bis hin zu, wie es auch in der Theosophie oft heißt, bis hin zu Planeten. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber ich glaube, daran erinnert zu werden, dass es immer weitergeht, dass es gar kein Ende gibt, das ist auch eigentlich sehr hoffnungsvoll und sehr spannend zu sehen. Ja, ich habe versucht, mit meinen Geistführern darüber auch zu sprechen. Und einmal habe ich eine Auskunft bekommen, weil ich nicht locker gelassen habe, immer wieder nachgefragt habe. Habe ich gesagt, wenn eine Seele nun hier alle Bedingungen erfüllt hat, so und so viel Leben reinkarniert hat, das Höchstmögliche an Vernunft und menschlichem Bewusstsein entwickelt hat, was geschieht dann? Ja, dann kriegst du neue Aufgaben, aber dann eben nicht mehr auf der materiellen Ebene, sondern auf einer höheren geistigen Ebene. Ja, und da, was geht dann weiter? Dann kannst du euch aussuchen. Ihr habt ja den freien Willen. Und das kann sein, dass du dann dich entscheidest und sagst, du übernimmst eine Sonne. Eine Sonne, die Milliarden Jahre für Leben spendet. Und diese Sonne als Nuklearhochofen steuerst. Wow. Ja. Denn dahinter stehen auch Gesetze. Ja, ja. Denn alles läuft nach Gesetzen ab, die von der Schöpfung bereitgestellt wurden. Ohne Gesetze geht nichts. Und das ist schon total faszinierend, weil, wie gesagt, aus der Theosophie gibt es dann ja eben so Geschichten. Da gibt es die planetaren Logos. Ja, das ist eine, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber eine Wesenheit, die sozusagen über den ganzen Planeten herrscht oder ihn beschützt und da sich weiterentwickelt. Naja, ich bin Science-Fiction-Fan, deswegen finde ich es immer ganz spannend, da in diese Ebenen hineinzudenken. Aber das ist natürlich sehr weit weg von unserem Menschsein hier. Nein. Vielleicht deswegen noch mal eine ganz praktische Frage. Jetzt ist ja so, dass viele Menschen wissen schon von Rückführungen und diesen Dingen. Hältst du es für sinnvoll, eine Rückführung zu machen? Oder vielleicht, wann ist eine Rückführung sinnvoll? Oder würdest du sagen, die Erinnerung an ein früheres Leben ploppt von alleine auf, wenn es an der Zeit ist und der Mensch dieses Wissen, diese Erfahrung braucht? Ich habe am Anfang, bevor ich die Geistheilung in hoher Qualität erlernt hatte, habe ich mich mit Reinkarnationstherapie befasst. Ich habe also viele Menschen zurückgeführt ins Vorleben. Das mache ich nicht mehr. Denn wenn ich einen Menschen zurückführe, führe ich immer ihn zurück in dümmere oder primitivere Lebensformen. Ja. Denn von Leben zu Leben entwickeln wir uns weiter. Und wenn ich da aufdecke, dass er da so Menschen umgebracht hat oder irgendwelche scheußlichen Taten gemacht hat, was bringt denn das? Ja. Das bringt nichts. Im Gegenteil, ich habe Klienten gehabt, die dann weinend zusammengebrochen sind und psychologisch behandelt werden mussten, weil sie sagen, was für ein scheußlicher Mensch war ich gewesen. Ach, was ich der armen Mutter angetan habe im Vorleben. Weil das rauskam, dass er die Mutter gequält hat. Aber, das bringt doch nichts. Ja. Deswegen habe ich eine andere Form entwickelt, die wir auch lehren. Aber die geht nur von einem begabten Heiler, der selbst in das Vorleben eines anderen Menschen schauen kann. Mhm. Das heißt, das sind Heiler, ich habe es vermittelt, weil ich es kann, dass ich selbst in eine Trance gehe, so wie der Mensch in Trance sein muss, wenn man in das Vorleben rein will, in die Seelenspur, da muss man das Taresbewusstsein ausschalten, also das menschliche Bewusstsein, um die Erinnerungsspur der vergangenen Leben aufzunehmen.
wenn man als Heiler aber Kontakt zur geistigen Welt hat, als Geistheiler, dann hat man ja den Bezug zu dieser Ebene, wo alles aufgezeichnet ist. Und es gibt ja Menschen, die Akasha-Chronik schreiben. Ja. Und es gibt ja auch welche, die Palmblatt-Bibliothek, wo die ganzen aufgeschrieben sind, die Probleme eines Menschen. Also vermutlich auch sehr alte Seelen, die diesen Weitblick haben. Anders wissen, die können lesen. Die können lesen in der Akasha-Chronik, wo alles aufgeschrieben wird. Und der Heiler geht jetzt zurück, und das machen wir mal ganz raffiniert, mit einem großen Atlas. Und dann fragen wir einfach durch, ich habe hier eine Seele, ich möchte gerne wissen, ob es ein bedeutendes Vorleben gibt, was Bezug nimmt auf dieses Leben. Immer mit der Absicht zu helfen und zu heilen. Zu helfen. Aber das ist richtig, nicht aus Neugier wissen, oder so. Ja. Ist der Einstieg. Ich möchte wissen, um zu helfen. Ich habe ja einen Menschen, der hatte Probleme mit seiner Familie. Das ist auch dein neues Buch, um da nochmal dran zu erinnern. Bloß leider, da steht die Therapie nicht drin. Da habe ich Nein, das ist Lehren drin. Ja. Das kann man nicht im Buch veröffentlichen. Das muss man praktisch erleben. Es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht theoretisch lehren. Genau, aber dieses Motto ist eben wichtig. Ich möchte wissen, um zu helfen. Aber du sprichst darauf an. Dann kommt das Wissen. Dann, ja. Dann nehmen wir den an. Dann fragen wir, ob war es in diesem Erdteil oder jeden Erdteil, und das zeigen wir einfach mit dem Stock darauf. Ja? Denn der Geistführer, der sieht etwas, und der kriegt dann von der Aufzeichnung den Hinweis. Und dann wissen wir den Erdteil, und dann fragen wir auch nach Rasse. Mhm. Und da kann man so weit gehen. Wir haben also Dinge herausgefunden. Also man kann erstmal so weit gehen, dass man den Beruf erlernt. Und immer fragen wir, ist es sinnvoll, weiter zu fragen, hat es Bezug zum jetzigen Leben? Wenn es keinen Sinn hat, lässt man das. Und macht man nur, erzählt man nur irgendwelche Märchen, da deckt man da auf, die gar keinen Bezug haben zum jetzigen Leben. Nun geht man dann rein und sagt, er hat einen Beruf. Und hat jetzt der Beruf ein Jahr, hat etwas. War zum Beispiel ein Fall, derjenige war, wie sich dann später herausstellte, Hobbykoch. Und der kochte gerne so exotische Gerichte. Und er war im Vorleben, war er im Raum, etwa wo Thailand ist. Und daher die Vorliebe exotische Gesichter. Er war aber selbst in diesem Leben nie in Thailand. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich eine Zusammensetzung eines Gerichtes abgefragt, ganz exakt, welche Zutaten. Und dann ist der tatsächlich nach Thailand gegangen. Wir haben so rausgekriegt, in welcher Gegend er gelebt hat. Und er hat das Gericht dort gefunden. So genau geht es. Aber und der Klient sitzt da ganz entspannt da und hört nur zu. Er wird also nicht emotional mit seinen Missetaten konfrontiert, was sonst immer geschieht. Ja. Wenn man also zurückführt, dann zittert er ihn mit und wibbert da, was er alles erlebt hat. Ja, sehr spannend. Ja, das halte ich auch für sehr vernünftig, so vorzugehen. Aber es gibt ja auch Menschen, die sich plötzlich spontan dann erstmal, also ich habe zum Beispiel so Gefühlserinnerungen, ich weiß, ich war im alten China, ich war in Japan, genaueres weiß ich nicht. Und manche können sich aber noch genauer erinnern, und ja, diese Erinnerung ploppt einfach auf zur rechten Zeit. Und ich glaube, darauf kann man auch vertrauen. Ne? Also ja, wenn man meditieren gelernt hat oder tiefe Entspannung, dass man also mal das lärmende Tagesbewusstsein ausschalten kann, dann kommen, wenn man im weiteren Seelenalter schon ist, dann dürfen wir ja uns die Information bewusst holen aus unserer Aufzeichnung, aus unserem höheren Selbst. Wir dürfen sie bewusst haben. Bei jungen Seelen ist das nicht gestattet. Dazwischen gibt es aber die Stufe von Ahnen oder im Ausdruck und Verhalten als Talent. Mhm. Ja. Und dann bis hin zum außersinnlichen Bewusstsein, dass man also eine eigene Akasha-Chronik lesen kann oder auch Informationen von Geistführern bekommt oder so. Menschliche Bewusstsein so hoch entwickelt, dass wir eine gewisse spirituelle Ethik akzeptieren. Es geht nämlich um die Gesetzmäßigkeiten des Geistigen. Die müssen eingehalten werden. Mhm. Und die lehrt uns hier niemand. Die lehrt uns nur das Leben selbst. Ja. Durch karmische Prozesse, durch Fehlschläge. Da gibt es ein sehr schönes Mittel.
was ich jedem Menschen, egal wie alt oder wie jung die Seele ist, empfehle, wenn ihm irgendetwas zustößt oder ein Problem da auftaucht, sofort nachzufragen, in die Stille zu gehen, also sich hinzusetzen und sagen, warum passiert mir das gerade jetzt? Denn dahinter steckt immer eine Information. Ja. So wie man im Biologischen sagt, jede Krankheit will uns etwas sagen. So will uns auch jedes Ereignis etwas sagen. Man muss nur nicht das mit dem logischen Denken versuchen zu verstehen, sondern in sich gehen und so wilde Ahnungen und Empfindungen hochkommen zu lassen. Da kriegt man erstaunliche Informationen für jedes Unglück. Faszinierend. Ja, und alles hat seinen Sinn. Alles geschieht nicht ohne Grund. Es ist ein Entwicklungsprozess, ein Lernprozess, noch über viele, viele weitere Inkarnationen. Es hört nicht auf. Ja, sehr schön. Ja, lieber Horst, und schon ist wieder eine Stunde vorbei. Ich danke dir sehr. Sehr erhellend, sehr, sehr schön, sehr erfrischend. Ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie du mit deinem Motto, ich möchte wissen, um zu helfen, zu so wunderbaren Erkenntnissen kommst und gekommen bist. Danke für deine Arbeit. Gerne auf bald. Wir hatten vorher ein Gespräch, schon auch schon eine Stunde lang, wo wir über den Entwicklungsweg der Seele durch die Naturreiche gesprochen haben. Da werden wir auch mal was draus machen. Lasst euch überraschen, was da noch geschieht. Danke dir, lieber Horst. Danke euch fürs Zuschauen und gerne bis bald. Danke für unser Gespräch. Hat mir wieder Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Du lockst mit deinen Fragen doch immer einige Dinge raus, die ich sonst gar nicht denken würde. So soll es sein. Das ist mein Job. Dankeschön. Alles Gute euch.